Herzlich willkommen zurück zu Benishas Ghosts of New Eden. Also, ich würde gerne erstmal die Truhe hier oben finden. Das ist jetzt so mein erstes Verlangen sozusagen. Da geht's auch nochmal weiter. Ach du Schöne. Okay, einmal das. Sehr schön. Da ist nichts mehr am Leuchten. Hier ist aber noch ein Spalt. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Weg ist. Das dachte ich mir schon fast. Weiter geht's. Okay. Ja, natürlich. Ich kann dir helfen. Nein, kannst du nicht, weil die schon tot sind. Oh Gott. Mussten die jetzt unbedingt kommen? Ich habe doch überhaupt nichts Vernünftiges hier, also nichts Wichtiges gefunden. Ich sage ja, das ist einfach nur Beschäftigungstherapie. Wenn man durch irgendwelche blöden Gänge läuft, wo man eigentlich nichts findet, dann kriegt man erstmal Beschäftigungstherapie in Form von hier und da mal ein paar Gegner reingesetzt. Eigentlich zeigt das eher so die Schwächen eines Spiels. Na, das muss man leider dazu sagen. So, Moment. Ist das jetzt die Höhe? Nee, da waren wir eben auf der Höhe. Das Ding hinten erkenne ich. Hier können wir aber noch runter. Okay. Was ich allerdings gut finde, dass er immer direkt die Waffen zückt. Also, dass man eigentlich dann auch schon weiß, ah, da unten ist der. Dann gucken wir kurz hier oben. Können wir nicht? Ich dachte, da können wir hochklettern. Noch ein Schatten. Was wollen die von uns? Red, irgendwas behindert mich. Hier? Oh, Mist. Geisterschutzvorrichtung. Denkst du, du kommst allein zurecht? Nö. Deswegen suche ich sehr gerade. Aber nicht das... Nee, das Ding da hinten ist zum Abschließen. Ja toll, natürlich brauche ich sie jetzt für irgendwas. Hier kommen jetzt 100 pro Gegner. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung... Wo dieses Teil ist, was ich... Also diese Geisterschutzvorrichtung, die ich wegschießen soll. Die sind aber auch immer gut versteckt, ne? Also da hinten ist irgendwie eine Leiche. Da soll man anscheinend auf jeden Fall auch noch hin. Vermutlich ist das so die Quelle von diesen ganzen Klagen. Nehme ich mal an. Alter, musst du mich so erschrecken. Ich dachte, da kommt jetzt was. Okay, also hier ist quasi der Außenring. Geisterschutzvorrichtung. Du bist auf dich allein gestellt. Das ist aber kein Geist hier hinten, oder? Also kein Schutzvorrichtung. Ich sehe eine Geisterschutzvorrichtung. Ach doch. Was machen die hier unten? Na gut. Reicht das schon? Das reicht schon. Geisterschutzvorrichtungen. Ich kann mich hier nicht manifestieren. Willst du mich verarschen? Willst mich hier doch... Also hier hinten ist es frei. Kann ich nicht? Doch, ich kann hier drüber springen. Und natürlich... Mistvieh. So war sie jetzt so geschwächt gerade. Das war's. Ich komme hier nicht weiter und nix. Ich bin jetzt so zum Kämpfen wie blöd hier rüber gesprungen. Na toll. Ja, nee, hier ist zumindest noch was zum Einsammeln. Nicht viel, aber okay.
Aber ich sehe hier trotzdem keine Schutzvorrichtung. Ich dachte, man kann jetzt hier rüber und dann die nächste kaputt schießen, aber anscheinend nicht. Weil mit ihr muss ich ja erstmal hier diese Barrikade da hinten brechen. Also da geradeaus ungefähr. Damit ich dann überhaupt da rein kann. Dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Ja, so weit waren wir schon. Geisterschutzvorrichtungen. Ich brauche deine Hilfe. Nee, echt? Ich brauche deine Hilfe. Besser. Dankeschön. Ja, viel besser. Untersuchen wir jetzt die Leiche. Tun wir das? Kann ich nicht von hier aus eventuell da oben? Doch, kann ich. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay, haben wir ja sonst noch irgendetwas, was wir eventuell... Nee, ne? Hinten ist der umgestürzte Baum. Na gut. Dann... Nee, eigentlich nicht, aber ich schätze, wir müssen. Ja, natürlich. Ich hatte nichts anderes von euch erwartet, Mrs. Sweeps. Ja, Sie bringen noch mehr Freunde mit. Oh, F dich doch. Nein. Oh, jei. Jemand wollte nicht tot bleiben. Ja, das Problem haben wir des Öfteren. Danke. Okay. Ich hasse wirklich diese großen Typen. Ich hasse sie abgrundtief. Kann man die nicht rausnehmen aus dem Spiel? Okay. Clemency Gibbs Tagebuch. Erstmal durchatmen. Haskell und seine Schäfchen sind eingetroffen, nachdem sie ihr Zuhause fluchtartig verlassen mussten. Hier in den Ecken gibt es genug Platz für alle. An der Wand bei der Eingangstüre befindet sich Schimmel. Ich werde ihn beseitigen. Der Schimmel hat jetzt seine widerliche schwarze Farbe angenommen und quillt zwischen den Brettern hervor. Das Getreide, so schlecht es auch war, ist verrottet. Der Gouverneur und seine Bande willensschwacher Seelen haben den Fluch mitgebracht. Möge der Herr uns gnädig sein. Das schwarze Zeug ist jetzt überall. Die Leute werden krank, kriegen kaum noch Luft und bluten aus jeder Körperöffnung, die man sich auszusprechen traut. Und aus einigen, die nicht erwähnt werden sollten. Der Teufel spuckt und wir werden davongeschwemmt. Das erinnert mich an die letzte Seuche von vor 7 Jahren. Ich bete zu Gott, dass er mir Clemency Gibbs und meinen getreuen, wenn auch nur mäßig kompetenten Gatten Antipas die Weisheit schenken möge, die Hexe erneut ausfindig zu machen. Gott wird uns nicht helfen, weil der Gouverneur Magie eingesetzt hat. Sein Junge, dieser Trottel, wie immer noch gleich sein Name war, hat ein heidnisches Totem am Haus platziert. Ich habe es niedergerissen. Antipas meint, er hätte gesehen, wie Haskell etwas in den Brunnen geworfen hat, woraufhin die Erde bebte. Was führen die Haskells bloß im Schilde? Clemency Gibbs hat die Epidemie auf eine Hexe geschoben, die angeblich mit dem Gouverneur nach New Edentown gekommen war. Deborah hat was anderes gesagt. Die Gibbs waren keine Freunde rationaler Erklärungen. Was zur Hölle ist das? Hä? Soll man da irgendwas mitmachen können oder was? Ich meine, sie zeigt ja auch nichts an. Ach so.
Okay. Da hinten ist was, wo man hin könnte. Und hier bin ich mir nicht sicher. Doch hier geht es anscheinend auch. Hier geht es nicht. Okay, es geht hier nicht. Sie hat mich natürlich wieder korrigiert. Ja, das ist schön für dich. Moment, jetzt geht's? Siehst du was? Entweder ist das Grundwasser voller Schleim, oder es gibt noch eine andere Quelle. Wir sollten flussaufwärts weitersuchen. Mhm. Oh, oder auch nicht? Kann ich da einfach durch? Ich wollte gerade sagen, ich denke nicht, ne? Aber wie... Ah, nee, Moment. Von da sind wir aber gekommen, ne? Von der Seite. Aber wenn sie sagt, flussaufwärts weiter so, ich kann die Dinger hier doch nicht kaputt machen, oder? Ach doch! Oh, okay. Kommt darauf an, wie erfahren die Blinde schon was. Die müssen nicht zwangsläufig beide in die Grube fallen. Ist der erste schon tot? Oh. Okay, der war jetzt schnell erledigt, ausnahmsweise. Na gut. Oben ist, keine Ahnung, was das ist. Kann ich das anschießen? Wahrscheinlich nur eine Fackel oder so, ne? Da drüben. Ja. Trügerische kleine Mistkerle. Ja, klein, aber... Trügerisch auf jeden Fall. Ah. Deswegen kann ich nicht da hoch. Ist besser als jede Kanone. Naja. Es war doch kein Loch, da konnte ich nur... Okay. Na gut. Wir konnten nicht hoch, wir konnten aber da durch. So. Na, Gegner. War klar. Lass mich dir helfen. Es war mir so klar. Weiß nicht, das, manchmal, man kommt dann in so eine Gegend rein und denkt, ja, da kommen jetzt auf jeden Fall Gegner. Und dann passiert das auch. Ich meine, gut, manchmal liege ich auch wirklich daneben, gebe ich zu. Ich weiß nicht, was mit dem hier vorne ist, ob das der ist, den wir gerade besiegt haben. So belebt. Ein seltsames Gefühl, aber eher angenehm. Hab's dir ja gesagt. Warum eigentlich wir? War das nicht letztes Mal, dass sie dadurch stärker geworden ist? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die Routengänger, ja, hatten wir hier auch schon mal. Sonst haben wir ja... Nein, ach, ich wollte wechseln, Entschuldigung. Sonst haben wir hier nichts. Gut, dann gehen wir hier den Weg weiter. Ich schätze mal, die Folge wird wohl ziemlich lange werden, aber ich möchte das jetzt nicht so aus dem Zusammenhang rausziehen. Und ich denke mal, ihr wollt wahrscheinlich auch lieber, dass das komplett an einem Stück gezeigt wird. Oh oh. Tritt da nicht rein. Ich meine es ernst. Dann suche ich nach einem anderen Weg. Mhm. Suchen wir einfach nach einem anderen Weg in einer Höhle, wo man überhaupt gar keine Wege findet. Kein Thema. Also gut. Es
gibt keinen anderen Weg. Ich muss da durch. So, Nu, was sagst du jetzt? Es gibt wirklich keinen anderen Weg. Ich muss da irgendwie... Ich habe immer noch keine Karte, oder? Nicht wirklich. Oh Gott. Die kommen jetzt wieder, wenn ich da durchgehe, oder? Das musst du dir ansehen. Ich denke, ich soll hier nicht durch. Ist sie doof? Was denn nun? Was soll ich mir denn ansehen? Den Baum, oder was? Mädel, was soll ich mir hier ansehen? Wie ein Baum hier oben drauf steht, oder... Ich kann immer noch nicht auf die schießen. Okay, ja. Mhm. Kein Thema. Solange alles gut bei dir ist. Geisterschutzvorrichtung. Denkst du, du kommst allein zurecht? Nein, tue ich nicht. Was ist da oben so im Leuchten? Ist die das? Sind das Echos, die wir hören, oder flüstern die Schatten uns zu? Sie erscheinen immer in der Nähe des Schleims. Und dort hört man das Flüstern. Aber was war zuerst? Ah ja, dachte ich mir gerade schon. Sah dem so komisch aus. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung ich jetzt genau gehen soll. Ich denke, wir müssen da weiter durch. Deswegen gucke ich hier mal kurz... Hier noch was ist, außer irgendwelche blöden Gegner. Komm mal hier oben hin. Können wir auf was schießen? Und da kommen Gegner. Natürlich. Oder? Nee, das ist zum Sammeln. Und jetzt? Habe ich jetzt irgendwas Tolles bewirkt, dadurch, dass ich das abgeschossen habe? Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe das Ding vorher nicht gesehen. Okay. Lass ich mal so stehen. Warum sollte ich... Ach, das ist unten der Weg. Ah, jetzt verstehe ich das. Aber dann gehen wir erst nochmal kurz in diesen Nebengang da rein. Und dann gehen wir unten den normalen Weg entlang. Und wenn diese Folge jetzt hier eine Stunde dauert, es ist mir scheißegal. Naja, vielleicht cutte ich das auch ein bisschen ab dem Moment, wo wir... Oh, ich glaube, da hinten kommen tatsächlich Gegner. Da oben sehe ich wieder was. Ab dem Moment, wo wir quasi hier diesen Ort betreten haben oder so. Muss ich mal gucken. Kann sein, dass ich da dann cutten werde. Damit die Folge jetzt nicht tatsächlich noch eine Stunde am Ende dauert. Oh, hi. Immer noch der Routengänger. Ich hoffe, seid mir jetzt nicht böse, dass ich das geholt habe. Ah, dann komme ich jetzt hier wieder aus. Also quasi als Rundgang. Na gut, dann gehen wir halt dann wieder zurück. Das ist in Ordnung für mich. Weil dann bin ich ja da oben durch gewesen. Dann können wir hier weiter. Der Richter verurteilte die Unschuld. Der Richter ist schuldig. Ja. Verstehe ich. Ich nehme an, die meinen jetzt Pendleton oder wie die. Pennington oder wie hieß der? Ich komme aber immer noch nicht hier rüber. Doch. Es werden dieselben Worte geflüstert. Immer und immer wieder. Was könnte so besessen von einer Sache sein? Oh, ich weiß es nicht. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ist? Das kann ich wegmachen, ne? Okay, also da geht's weiter. Schon gemein so ein bisschen, ne? Es ist ja nicht direkt offensichtlich, dass man die Teile wegmachen kann. Ich wäre jetzt wahrscheinlich auch wieder zurückgelaufen. Okay, hier gibt's einen Kampf, oder? Das ist so groß, rund und irgendwie so prädestiniert dafür, dass man mich gleich angreift. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Genau wie ich es wusste. Es ist noch nicht vorbei.
Nee, das stimmt. Es ist nie vorbei. Es sei denn, das Spiel ist zu Ende. Dann wäre es vorbei. Obwohl, dann auch wieder nicht, weil dann könnte man noch so gefühlt eine 500.000 Quests noch zusätzlich als Nebenquest machen. So nicht, mein Freund. So nicht. Also es hat auf jeden Fall was damit zu tun, ne, von wegen Deborah und so, kann ich alles nachvollziehen. Achso, da hinten, das müssen wir aufmachen. Moment, dann gehen wir erstmal hier in die Quelle. Sieht absolut trinkbar aus. Berühmte letzte Worte. Warum hat sich das Gift nicht bis zum Grundwasser ausgebreitet? Vielleicht verändert es ständig seinen Zustand, wie die Leere. Es ändert definitiv seinen Standort. Der Schleim scheint eindeutig von einem bestimmten Ort zu kommen. Ja, toll. Wieso? Ach so, weil die am Reden waren. Wie ich das liebe. Das ist schön für dich, dass du so ein bisschen komisch veranlagt bist. Das war mir schon seit längerem klar. Nein, das ist, es ist ja so eine Art Machtexplosion. Ne? Und ich habe keine Ahnung, wie sich Macht anfühlt, weil... Denk mal, wahre Macht in dem Sinne kann man wirklich nur spüren, wenn man eine gewisse Energie in sich aufnehmen kann. Ist das was zum Sammeln? Ne, das ist so ein Totem, oder? Oh, da ist aber noch was. Moment. Was ich mal wieder jetzt nicht nehmen kann, es sei denn, dass ich zurücklaufe. Aber da habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so Lust zu. Das ist kein Totem. Ach ne, du bist ein... Okay. Ich greife mich da jetzt eh wieder an. Ich möchte gerne wissen, was du bist. Ich fühle den dunklen Fluch oder Zauber bereits, den wir gefunden haben. Wir müssen das Ritual finden, von dem Sika erzählt hat. Ich habe noch ihre Aufzeichnungen über die Lage der Hütte. Mhm. Also immer noch die Quelle des Schleims weitersuchen. Kann ich hier runter? Achso, runter kann ich, ja. Habe ich da gerade... Nee, ich habe mich verguckt. Okay. Da war kein Lagerfeuer. Ich dachte schon, da ist jetzt mittendrin Lagerfeuer. Das hätte ich dann komisch gefunden. Wieso kann ich hier solche runterklettern oder was? Oder springt der bis nach da hinten? Der kann doch nicht bis nach da hinten springen, oder? So, da geht das Zeug. Ach, hier sind wir. Oh, Moment. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin. Moment, Moment, Moment. Hier haben wir auch nichts übersehen, oder? Weil hier bin ich jetzt nicht mehr in die Ecke gegangen. Da unten könnte man noch runter. So. Das greift mich bitte nicht nochmal an. Das wäre nämlich blöd. Konnten wir hier... Nee, da können wir nicht... Obwohl doch, da können wir durchwarten, ne? Beweise vernichtet. Ja, wahrscheinlich, das ist keine... Das ganze Land ist bis aufs Mark verdorben. Kein Fluch war, und ne? Zu diesem Schluss kommst du erst jetzt. Wenn ich deine Meinung hören will, sage ich dir vorher, was du zu sagen hast. Und wenn du mir eine eigene Meinung zugestehen würdest, wäre das besser für uns beide. Ich wollte gerade sagen, wie ist die denn jetzt drauf hier, hallo? Als ob der keine eigene Meinung haben darf. Jemand ist dir vorbeigekommen, eine echte Person, nicht nur ein Schatten. Mhm. Wer immer das war, der Schleim hat ihn wohl erwischt. Was denkst du, Anthea? Du wolltest doch deine eigene Meinung haben. Na los, lass dich von mir nicht abhalten. Also ich denke, dass er das hier ist. Und dass der gleich aufsteht. Nehmen wir erstmal das daneben. Das muss Antipas Gips sein. Unglaublich, dass er diesen Sturz überlebt hat. Mach dich ruhig auch mal nützlich, Anthea. Was meinst du, was ich hier tue?
Dumm rumstehen und blöde Kommentare geben in den meisten Fällen. Dieses Gottesland! Wie konnten wir eine Hexe in unsere Gemeinde lassen, die auch noch unsere Kinder unterrichtet? Kein Wunder. New Eden quält über vor Abtrünnigen. Und der Gouverneur ist der Schlimmste. Ja, so viele mussten erst krank werden und sterben, bis er etwas tat. Aber noch ist es nicht vollbracht. Wir müssen den Kampf im Namen des Herrn fortführen und den Teufel ganz und gar vertreiben. Viele wollen der Hexe den Prozess machen und sie tot sehen. Also, Herr und Frau Gibbs sind eindeutig schuldig. Denkt ihr, ihr könntet einen Geist aufnehmen? Sie kriegen Verstärkung. Es ist noch nicht vorbei. So viel zum Blocken. Das ist ja richtig geil. Ja, das war gerade ein Panikschuss. Ich gebe es zu. Ach, Alter. Jetzt geh doch nicht so schnell da aus der Ecke raus. Ich kann dir helfen. Die Dinger stammen aus dem Schlacht. Die sind wie diese orientalischen Gestaltwandler, gegen die wir in Bremen gekämpft haben. Obake würden flüssig. Aber das hier ist was anderes. Der Schleim hat auf unsere Anwesenheit reagiert. Ja, ich kann da drauf schießen. Von wo bin ich jetzt gekommen? Moment, ich habe jetzt hier gerade jegliche Orientierung verloren. Da hinten springe ich wieder runter, oder? Kann ich das hier kaputt machen? Nee. Oh, sie läuft übrigens viel schneller darüber. Ist mir gerade aufgefallen. Nein. Wieso kann ich... Ich kann jetzt auf alles schießen. Der ist jetzt auf alles rot. Hä? Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Was war das? Achso, nee, da kam ich her. Genau. Hier kann ich noch drüber. Das Ehepaar Gibbs war so voller Zorn. Reinste, hochmütige Bigotterie. Vielleicht standen sie unter dem Einfluss des Schleims. Ich meine, wir keifen uns ja auch schon die ganze Zeit an, seit wir hier sind. Irgendwas spielt mit uns. Ich glaube, sie haben den Schleim verursacht. Nicht andersrum. So, wir sollen da oben hin, also werden wir hier unten mal gucken. Wir sind hier noch nicht fertig. Hallo? Ich werde ja wohl mal eben zum Lagerhaus, zum Lagerfeuer gehen dürfen. Alter! Will ich mich verarschen? Sag dir einfach, nö, da ist ein Lagerfeuer, das sind Sachen, die du einsammeln kannst, aber da gehst du mir jetzt nicht hin, mein Kleiner. Wir müssen erst was anderes machen. Geht es noch? Was ist das für ein Spiel hier? Wir haben sie gefunden, die Quelle. Ah, wie kommen wir jetzt dahin? Ach, das da, oder was? Nicht hin, ne? Ja. Wie kommen wir da hin? Ich hätte ja erstmal hier vorne gespeichert oder so. Aber ihr wolltet ja noch nicht mal, dass ich hier hinkomme.
Ernsthaft. Ist das euer Ernst? Hat uns jemand ein Lagerfeuer hinterlassen? Nee, echt? Da wäre ich jetzt echt nie drauf gekommen, nachdem du mich hier extra zurückgehalten hast, dass ich hier nicht rein kann. Aber da geht's anscheinend sogar runter. Ich glaube, da müssen wir dann auch hin. Aber was ist mit diesem Ding hier? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht soll uns das nur Trost und Feuer spenden ist richtig. Oh Gott, ich bin hier total durcheinander. Dieser Ort, der macht mich total kirre. So, lass mich bloß nicht mal kurz das Lagerfeuer benutzen. So, mal eben schauen. Inventar haben wir tatsächlich nichts Neues. Ernsthaft? Keine Verbesserung, kein gar nichts? Wir haben doch irgendwas bekommen. War das ein Amulett? Wird die Geisteranzeige gefüllt. Das ist sehr schön, aber bringt mir nichts. Und Thea leidet weniger Schaden, ist dann wichtiger. Aber 90% weniger? Ne, das ist auch doof. Das... Ich weiß jetzt nicht, welches davon neu war. Ne, das hier war, glaube ich, neu. Manifestation kosten 50% weniger, aber leidet mehr Schaden. Ne, das ist doof. Das ist wirklich doof. Ne, dann würde ich sagen, dann gehe ich hier mal wieder raus und dann lassen wir das Ganze so. Und ich würde auch sagen, dass ich dann die letzte Zeit mal ein bisschen cutten werde, dass ich das Ganze in zwei Folgen teilen werde. Und bevor wir jetzt hier zur Quelle runterkommen, weil ich denke mal, dass da jetzt ein großer Bossgegner vielleicht kommen könnte. Ich meine, ne, das Tintenfass zum Überlaufen bringen und so weiter und so fort. Zentrum der Höhle, hier ist ein Lagerfeuer. Das deutet alles irgendwie so leicht darauf hin. Deswegen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir, wie ich denke, den Höhepunkt, der noch kommt, in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.